Hallo Leute, heute gibt es mal ein kurzes Video, denke ich. Und zwar so ein kleines Update, woran ich gerade arbeite. Wobei, ja. Und ich muss mich halt doch kurz wieder zu Tesla äußern, noch am Ende. Aber zuerst mal, ist lustig, jetzt habe ich doch letzte Woche die Leuchten an der Säule gewechselt, weil eine dieser Nightbreakers, die ich drin hatte, H7 Halogen, jetzt nach irgendwie 4 Jahren doch mal kaputt gegangen ist. Und was passiert diese Woche? Der Kona zeigt mir an, dass ein Kurvenlicht defekt ist. Und das sind auch eigentlich dieselben H7. Ich habe dann mal im Internet gesucht, wie schwierig es ist, die zu wechseln. Auf der rechten Seite ist es wohl einfacher als auf der linken und bei mir ist die rechte kaputt, also ich werde das mal versuchen. Was ich im Internet gefunden habe, der Herr wechselt irgendwie seine dann gegen Nightbreaker aus und das habe ich nicht ganz verstanden, weil irgendwie die sind ja nur in der Kurve mal ein paar Sekunden aktiv, wenn die ein bisschen heller sind, also ich glaube nicht, dass es das wert ist, vor allem weil die Nightbreaker ja dann wenig Lebensdauer haben und wenn es schon so schwierig ist, die zu wechseln, also ich würde mir das nicht antun, ich mache da ganz normale rein oder versuche es zumindest, ich werde berichten. Und das andere ist, dass mir, oder, also ich habe Autocast um eine Review-Unit gebeten für, also ist noch interessant, ja, na, dazu vielleicht dann, wenn ich mal ein Video mache, irgendwie hat das Ding 3 Namen, Picasso oder irgendwie U-Light, oder, also einfach so das Einsteigermodell, um Android-Apps laufen lassen zu können, an einem Radio mit CarPlay. Und die haben mir tatsächlich eins geschickt, oh Wunder. Und jetzt habe ich mal, jetzt habe ich das heute mal ausprobiert und ja, wollte halt dann schauen. Gestern habe ich schon mal das Handy verbunden und das war auch wieder ein Riesenmurks. Ich weiß nicht, wieso das immer so kompliziert sein muss, aber gut. Und was ich jetzt aber als erstes wirklich ganz Schlimmes festgestellt habe, ist, dass die Soundqualität ziemlich unterirdisch ist. Und zwar nicht nur, also es gibt da noch so eine Besonderheit, dass anscheinend, wenn man auf diesen Geräten OK aktiviert hat, dass der zuhört, dann wird irgendwie ein anderer Codec verwendet. Also das Auto meint dann, du, das Gerät würde anrufen. Es sagt irgendwie, wenn du zum Beispiel dann die Taste drückst am Auto, um den Assistenten aufzurufen, kommt das geht nicht während deines Telefonanrufs. Und das ist anscheinend irgendwie die schlechteste Verbindungsqualität, die es gibt. Also habe ich das mal erst wegkonfiguriert, habe dann aber festgestellt, auch so klingt das Ding nicht gut. Und ich habe jetzt nicht die besten Ohren, aber auch meine Freundin hat es gleich gemerkt und ich habe dann wieder gewechselt auf das Wireless CarPlay da vom Carlink 3 und es ist sofort eindeutig irgendwie, dass das andere Gerät klingt so dumpf und ja, jemand hat auch im Internet geschrieben, also einer, der auch diese Geräte testet, da würde ein ganzes Frequenzband fehlen, das weiß ich noch nicht, ich will da mal mit einem Frequenzanalyzer schauen, aber es klingt einfach schlecht und die S zum Beispiel, die zischen auch so, wie wenn man wenn die Samplingrate zu tief ist zum Beispiel, also auch eben, also ist nicht gut und ich will denen jetzt mal die Gelegenheit geben, sich zu äußern, ob es dann noch ein Update geben könnte oder so, weil wenn ich jetzt so ein Video dazu mache, wird das irgendwie ziemlich vernichtend. Und das fände ich doch schade, wenn sie schon so nett sind, mir eins zu schicken. Aber ja, wie ihr seht, also ich bin auch nicht gewillt, irgendwie da zurückzuhalten mit meiner Meinung, wie andere es anscheinend tun, weil ich habe bis jetzt noch kein Video gesehen, wo das
im Video erwähnt wurde, in den Kommentaren zum Video, dann plötzlich schon. Aber wahrscheinlich dort, wo man denkt, der Hersteller kriegt es mit, hält man sich vielleicht eher zurück. Oder macht dann gar kein Video, wer weiß. Ist natürlich schon, ich möchte auch gerne in Zukunft auch weitere Geräte kriegen. Aber ja, lügen werde ich deswegen nicht. Gut, also das Video kommt dann, je nachdem, wenn Sie sagen, Sie arbeiten dran, dann warte ich eine Weile und sonst kommt es dann relativ bald mal. Wird aber eben dann ziemlich vernichtend werden, weil also das Gerät hat auch sonst einige Problemchen, wie das andere, das ich getestet habe, auch schon. Aber alles nichts im Vergleich dazu, wenn halt schon die Grundfunktion also gut zu klingen oder normal zu klingen, wenn schon das nicht klappt. Was nützt es mir, wenn ich da Videos schauen kann, wenn dann irgendwie alles mies klingt? Und ist halt auch seltsam. Ich meine, es ist nicht nur so, wenn nicht nur so über Wireless CarPlay zum Beispiel. Das wäre ja noch eins, aber es ist auch, wenn die Musik direkt auf dem Gerät liegt oder direkt vom Gerät gestreamt wird aus dem Internet, dann klingt es genauso. Aber gut, werden wir mal sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also jetzt noch schnell mein Tesla-Rant, respektive einfach, was mir so aufgefallen ist. So diese Woche, mehr oder weniger war das. Also zuerst mal hat da Owe ein Video gemacht mit einer Firma, die sich irgendwie auf Fahrwerke spezialisiert hat. Und sagt dann so in der Einleitung, das Model Y rumpelt, das Fahrwerk. Und es ist nicht besonders gut. Und wenn ihr das nicht merkt, dann vielleicht, weil ihr noch nie ein Auto in der Klasse gefahren habt, aber es ist so. Und diese neuen Federn verbessern das anscheinend ganz gewaltig. Und ja, das ist halt einfach so ein bisschen, also ich meine, ja, ist ja gut, wenn man das so viel verbessern kann für 1400 Euro, aber eben, wenn man ein Auto hat für über 60.000 und muss dann das als erstes machen, um irgendwie auf das übliche Niveau zu kommen, ist halt schon ein bisschen traurig. Und vor allem, weil man in der Preisklasse eigentlich schon fast ein Luftfahrwerk erwarten dürfte, finde ich. Und ja, das Model 3 hat ja ähnliche Probleme. Also ich habe es immer öfter gehört, ja, zum 163 Grad hat es gerade auch erwähnt, zum Beispiel, dass Fahrwerke nicht die Stärke von Tesla sind. Die Frage ist halt, was ist dann die Stärke, außer einer großen Klappe? Ja, gut, nee, die Software. Aber zu der komme ich jetzt dann auch gleich. Das andere war ein Video, das Tesla Markus raufgeladen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Garage heißt. Der war auch schon öfter bei ihm auf dem Kanal. Haben auch schon damals beim Model 3 gezeigt, dass die Löcher im Kofferraum haben und da Feuchtigkeit eintritt. Und ja, jetzt eben Model Y aus China und genau dasselbe. Also nicht genau dasselbe vielleicht, aber auch irgendwie Panel, die nicht, wie sagt man, abgedichtet sind. Man sieht das Licht reinscheinen und man kann was durchstecken. Und die ganzen Schaumstoff, wie sagt man, diese Schallisolierungs-Schaumstoffdinger, die da hinten drin sind, sind einfach vollgesogen mit Wasser. Ist für mich, wie wenn man ein Gerät für CarPlay auf den Markt bringt, das nicht gut klingt. Es ist doch einfach in der Grundfunktion versagt. Ein Auto muss doch einfach irgendwie dort, wo es drauf ankommt, wasserdicht sein. Ich habe da manchmal schon einfach so meine Zweifel bei Tesla, ob man die Prioritäten sinnvoll setzt. Gut, so viel dazu. Dann noch kurz, ich habe gerade wieder eine Diskussion gesehen,
wie weit Tesla doch allen voran ist, weil sie Rückrufe per Software machen können, oft genug. Und generell, wie viel die Software voraus ist und wie toll das ist, dass die immer Updates machen und so weiter. Und mir ist jetzt einfach in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen, mehr als zuvor, dass es immer mehr Dinge gibt, die nicht funktionieren oder nicht mehr funktionieren, eben gerade weil man dauernd Updates macht und anscheinend die nicht richtig überprüft. Ich meine, die ganze Version 11 ist ja für viele ein Desaster. Wir möchten am liebsten zurück auf die alte Version können. Irgendwie, der Jason Hughes war es, glaube ich, auch auf Twitter, der gemeint hat, er hat fast einen Unfall gebaut, weil er die Sitzheizung gesucht hat. Ist ja schlimm genug, wenn man keinen Knopf hat, aber wenn dann noch das Zeug jetzt in Untermenüs verschwindet, okay. Das ist das eine. Und das andere waren jetzt eben Rückrufe, die es zuletzt gegeben hat. Eines zum Beispiel wegen der Heatpump, der Wärmepumpe, die nicht funktioniert hat bei Kälte. Und da heißt es irgendwie, es sei ein Kommunikationsproblem, irgendwie so mit einem, ja, mit einem Modul, das einen Stellmotor dann ansteuert. Und dann irgendwie bleibt das Ventil irgendwann offen und dann reicht die Kühlung, oder wie war das? Oder entweder gibt es dann gar keinen Durchfluss mehr oder einfach zu viel, also der Kühlkreislauf ist zu groß, sodass es nicht mehr ausreicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber hieß das, wurde schon per Over-the-Air-Software korrigiert oder wird demnächst. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich die Lösung des Problems ist, weil wenn es da ein Kommunikationsproblem gibt, dann geht das gut, könnte per Software weggehen, aber vor allem noch, wenn es mit Kälte zu tun hat, vielleicht eben nicht. Natürlich kann man vielleicht an dem Steuergerät irgendwie einen schlaueren Failsafe-Modus geben, dass wenn die Kommunikation ausfällt, dass man dann in einen Zustand geht, der halt das Zeug nicht außer Gefecht setzt, aber hier bin ich schon mal nicht ganz sicher, ob man nicht nur wieder den für Tesla billigeren Weg geht, statt den korrekten. Aber gut. Das andere, was ich lustig fand, war diese Boombox, die man hier eingebaut hat. Da habe ich von Anfang an gedacht, das ist wieder eine super Idee. Vor allem, weil alle, als da die Elektroautos nach Gesetz beginnen mussten, Lärm zu machen, haben sich die Leute aufgeregt. Und nein, ich will doch nicht, ich will doch, dass es ruhig ist und was weiß ich, was kümmern mich die Blinden, nicht wahr? Ja, und dann kommt der gute Elon daher und sagt, ich mache jetzt eine Boombox, ihr könnt das Auto nicht nur drinnen furzen lassen, sondern auch draußen und irgendwie die Leute verarschen und was weiß ich. Und schau her, dann ist es plötzlich die beste Idee aller Zeiten, nicht wahr? Bis die, was wäre, die Nizza oder was, daherkommt und sagt, nicht erlaubt, weil das Zeug überdeckt das Fahrgeräusch. Nützt nichts, wenn das Auto klingt irgendwie, ja, wie was anderes. Es soll wie ein Auto klingen. Und ich finde es auch absolut wieder mal rücksichtslos, dass man da was einbaut, um die Umgebung zu verpesten mit Lärm. Ja, also das muss man zurückrudern. Und dann hatte man eine andere Sache vor nicht allzu langer Zeit, dass wenn man den Sicherheitsgurt nicht anlegt, dass da die Warnung unter gewissen Umständen nicht aktiviert wird. Und da hieß es dann auch wieder, das heißt so genial, die können das per Software-Update machen, bei VW müssten alle in die Garage. Und ich habe dann nur so gesagt, glaubt ihr wirklich, dass bei einem anderen Autohersteller dieser Code die ganze Zeit angefasst wird? Der ist seit 30 Jahren in den Autos drin und bleibt so. Und das Zeug funktioniert, muss man nicht anfassen. Ich weiß auch nicht, in welchem Update man das bei Tesla kaputt gespielt hat. Also ich sehe da keinen Vorteil. Man da dauernd am Zeug rumspielt und dann funktioniert wieder die Hälfte nicht mehr.
Und das andere war eine Funktion, die betrifft uns hier jetzt nicht wirklich, aber beim FSD gab es eine Option, dass wenn man an eine Kreuzung mit 4 Stoppschildern fährt, gibt es hierzulande glaube ich nicht, oder? Ist auch ziemlich unangenehm, finde ich. Ist in den USA ziemlich üblich, gerade so in Quartieren, an jeder Kreuzung ist einfach an jeder Straße ein Stopp. Und da gab es die Option, dass man, wenn kein anderes Auto kommt, dass das Auto nicht wirklich anhält, sondern mit irgendwie bis zu 5 Meilen oder so die Stunde drüber fährt. Und es gab dann auch die Diskussion, das macht der menschliche Fahrer auch so. Ja, es gab sogar solche, die behauptet haben, die Polizei würde dich auch nicht büßen, wenn sie dich dabei erwischt, womit ich ein bisschen Probleme habe, wobei gut, man ist nicht überall so streng wie in der Schweiz, das ist schon so. Aber auf die Idee zu kommen, das in die Release Notes zu schreiben und eine Option zu machen, wo man das ein- und ausschalten kann, ich finde einfach, da muss man kein Genie sein, um auf die Idee zu kommen, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen wird, oder doch? Dass man in die Release Note schreibt, dein Auto kann ab sofort das Gesetz brechen, wenn du willst. Naja. Dabei fällt mir ein, ich habe mich wieder aufgeregt, da wegen dem neuen Paintjob in Berlin. Da hat Tesla dann natürlich gleich wieder verlauten lassen, das ist die fortschrittlichste auf der Welt. In den Kommentaren haben dann einige geschrieben, das ist irgendwie von Dürr und noch nicht mal das beste Modell, aber ja. Wieso immer diese Superlative? Es regt mich auf. Ich bin schon zufrieden, wenn bei den Teslas die Farbe nicht abblättert. Es muss nicht die fortschrittlichste der Welt sein. Sie müssen nur auf Standard von Dacia sein. Oder es wäre zumindest schon mal ein Fortschritt. Nun gut, eben das. Auch immer die größte Gigafactory der Welt. Nein, die größte Factory der Welt mit den meisten Solarzellen drauf. Und ja, am Ende baut man dann kein Drittel davon. Aber immer einfach dieses, das Größte, das Beste, das Schnellste. Das mich nervt's. Und vor allem eben, wenn ist dasselbe wie Musk schon vor Jahren da so ein E-Mail rausgelassen hat. Wir haben jetzt die besten Spaltmasse der Industrie beim Model 3. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, der Mann lebt wohl schon auf dem Mars oder so. Ah ja, und dann zu guter Letzt läuft jetzt noch eine ziemlich üble Untersuchung gegen Tesla und die läuft anscheinend schon eine ganze Weile wegen eines äußerst rassistischen Arbeitsklimas in der Fabrik in Fremont. Also wie soll ich sagen, ich bin mit gewissen Empfindlichkeiten bin ich auch nicht einverstanden und natürlich darf man nicht alles glauben, was eine Seite behauptet, vor allem wenn es um Geld geht und so weiter. Aber wenn man ein bisschen was liest, ist schon sehr viel Rauch dafür, dass da kein Feuer sein sollte. Und wenn man so die Tweets von Musk liest, würde ich nicht direkt Rassismus erkennen, aber doch zumindest Sexismus und generell so ein bisschen Menschenverachtung. Von dem her, dass er da nicht irgendwie besonders stark dagegen eingreift, könnte ich mir durchaus vorstellen. Nur so, weil er ist ja der Messias und alles zum Wohl der Menschheit, nicht wahr? Das soll es schon gewesen sein für heute. Einer meiner Subscriber hat noch gemeint, ich soll doch irgendwie 3 12-Minuten Videos über Rivian machen. Ich sehe mich ehrlich gesagt da nicht
kompetent dafür. Ich weiß nur, dass ich mehr Aktien von denen gekauft habe, als ich eigentlich wollte und zu viel dafür bezahlt habe, viel zu viel, ziemlich am Höchstpunkt gekauft. Aber das Auto ist so uneuropäisch, ich verstehe gar nicht wirklich, wozu man sowas braucht. Ich weiß über die Firma nicht so viel. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob das für den Kanal hier so relevant wäre, weil eben, es gibt die Autos hier nicht. Und wenn es sie gäbe, würde kaum jemand sie wollen. Also gut, das SUV sieht natürlich anders aus, aber auch das sieht nicht so aus, als ob das demnächst irgendwie hier erhältlich wäre. Von dem her, naja. Also gut, werde ich nicht machen, das Video, sorry. Aber trotzdem gerne subscriben, liken, kommentieren, meckern, dass ich zurückmeckern kann und so weiter. Schönes Wochenende. Tschüss.